Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 und wir befinden uns schon im Endstadium fast. Wir gehen jetzt auf Etage 13. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Also es fehlt noch Peach und Mario, die haben wir noch nicht befreit. Ich denke mal, wir werden auch noch einen Kampf haben gegen die Hoteldirektorin. Aber das lassen wir alles auf uns zukommen. Bin gespannt. 13. Das sieht aus wie eine Muckibude, Bodybuilding. Auf jeden Fall. Irgendwas mit Muskeln. Okay, hier geht alles um Kraft. Aha. Kann ich natürlich auch einfach jemanden darauf stellen, der das macht. Wir machen es so. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Gut, gehen wir mal in den nächsten Raum rein. Oh. Jemand dran? Auf Kanal 3 ist Musik, die perfekt für den Trainingsraum geeignet ist. Okay, danke für den Tipp. Und sich bewegt die Bücher. Ach, guck mal. Okay. So einer glatten Fläche kann ich nicht widerstehen. Da muss ich einfach mal gucken, ob da was hinter ist. Oh, hier unterschreibt man seinen Vertrag, um in einen zwielichtigen Vertrag reinzukommen, was Fitnessstudios angeht. Die sind doch immer zwielichtig ein bisschen, oder? Okay, gibt's Wasser? Hm? Da kann man nichts machen. Auch nichts. Wir können an diese Tür reingehen. Hallo. Hallo. Oh, da geht's in die Schwimmhalle. Gehen wir nochmal in die Schwimmhalle rein. Kommen wir nicht rein, okay. Müssen wir einen anderen Weg gehen? Ja, noch eine Tür? Da haben wir einen Schlüssel für. Da können wir bestimmt jetzt reingucken, wetten. Okay. Das ist Sylvester Stallone. Das Geist. Eine Runde Volleyball gegen ihn spielen? Okay. Oh. Ja, gut geregelt. Trotzdem fehlt uns noch ein Schlüssel. Nee, fehlt uns nicht mehr. Hier ist der Schlüssel. Die waren in den Geistern versteckt. Auch nicht schlecht. Hier ist noch ein bisschen Wasser. Und rein. Ah, ich bin noch. Okay. Raus, kein Problem. Ja.
Okay. Perfekt. War noch ein roter, ne? Perfekt. So, Umkleide ist frei. Ach, guck mal. Ah, okay, warte mal. Luigi. Wir haben lange nicht mehr gebraucht, Luigi. Jetzt kann er mal da reingehen. Wieder Boxhandschuhe. Hier ist noch eine. Wo denn dahin? Okay. Sehr gut. Gut. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Oh. Okay, das ist natürlich dumm. Die haben ein paar Dinger in der Hand. Ich muss da weg, damit er das Brüchige trifft. Bin noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, das geht nicht. Oh. Oh. Ah, nein! Ich glaube, ich muss machen, wenn er gerade das Ding hochwerft, dann muss ich, oder geworfen hat, dann muss ich ihn, glaube ich, blenden, damit ich den schon mal kriege. Und dann hau ich den einfach auf den anderen drauf oder so. Mal sehen. Komm schon. Das müssen wir auch wegdrücken können. Na komm. So. Warum blende ich den Blitz? Aber ich wollte ihn doch gerade blitzen. Scheiße. Ach, so schnell kriegt das Ding schon wieder? Eieiei. Oh, ich. Wer hab ich? Den müsste ich eigentlich kriegen. Aber es geht anscheinend nicht. Ich kann ihn auch irgendwie nicht. Wieso? Das verstehe ich nicht. Batterie lässt nach, na super. Sag mal lauter. Das ist unser Leben schon mal. Wow.
So? Geht das nicht? Ich kann hier auch nichts ranholen irgendwie. Hä? Das verstehe ich nicht. Was soll ich denn machen? Wie kann ich den denn? Ah, guck mal, deswegen. Okay, ich muss ihn da hinlocken, damit er ihn trifft. Okay. Das ist natürlich clever. Okay, okay. Okay, und jetzt? Oh. Gut. Mann, Mann, Mann. Aber uns ist die Lösung so einfach, ne? Dumm von mir. Oh, hier können wir schon Cycling machen. Hier gibt's Wasser. Und da gibt's Radio. Das können wir nicht raufsetzen, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Naja. Die gechillte Musik ist auch gut. Eieiei. Warte mal, gucken, wie schnell wir laufen können. Lustig. Und ein Herz. Bei allen so? Da war Schlüssel. Ah, okay. Ha, clever. Wahrscheinlich der Schlüssel für diese Tür, die ich sonst hätte nicht aufbekommen. Gut, haben wir gefunden. Da ist ein Loch. Da ist eine Perle, okay. Kann man sehen, was hier hinten so alles verbirgt, ne? Okay, hier ist ein Schlüssel. Ja, warte mal. Mal her, Spiegel. Muss irgendwas mit dem Spiegel auf sich haben? Hä? Okay, ich wüsste jetzt nicht genau, wo wir da hin müssen. Nochmal hier versuchen wir mal.
Ah, okay, ich kann den so also aufziehen. Guck mal gerade die Figuren da oben an. Luigi, das ist offensichtlich der Yoga-Raum. Was es wohl mit dem Postern auf sich hat. Ich meine, die man im Spiegel sieht. Ja, man muss wahrscheinlich die Figuren nachmachen, oder so. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay, okay, warte. Die müssen wir denn, die müssen wir einrollen. Kann das sein? Okay, von hier oben wahrscheinlich einrollen, oder? Also wir müssen kurz gucken, wie es hier mit dem Weg weiter aussah. Die sollen beide frei sein, also beide auf sein. Und hier muss die untere aufgerollt sein. Oder genau umgekehrt. Wahrscheinlich genau umgekehrt, ne? Mal die auf. Na los. Okay, dann ist es wahrscheinlich umgekehrt. Aha! Oh, yeah! Sehr gut. Oh! 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 Perle und Schlüssel. Okay. Oh oh. Bitte nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Müssen wir den ganzen Weg wieder hoch. Da haben wir keine Lust zu. Ja, gut. Und wir können mal hier hinten rumgehen, ne? Was ist da denn? Kohle auf jeden Fall. Gut. Schlüssel haben wir. Können wir direkt hier. Nein. Oh, oder auch nicht. Yes. Hm. Luigi können wir hier nicht gebrauchen. Ich muss das ausdrehen, glaube ich. Thank you.
Ein bisschen Nebel hier drin. Das müssen wir auch mal ausdrehen hier. Guten Tag. Oh oh. Komm schon. Ah, Mist. Einer ist hier noch. Ah. Danke, Luigi. Luigi, kann man hier unten reingehen? Kann man gucken, was mit dem ist? Aha. Das erste Ding gefunden hier. Gehen wir mal hier rein. Links auch noch irgendwas gesehen? Ja, ne? Nächster Raum. Oh, sind wir im Schwimmbad. Jetzt kommt der Boss. Okay. Okay, das geht nicht so leider. Ah, oh, Mist. Okay. Ah, Mist. Ich bin zu langsam mit Luigi, ich musste viel schneller sein mit ihm.
Oh, ist er fast davor, ne? Shit. Langsam. Nur zu langsam damit, leider. So, warte mal, aber hier steht nicht hin. Jetzt aber. Frage, was wir machen mit mir. Wieder Wasser reinlassen? Das geht nicht. Doch, warte, ich kann die Treppe runter. Fällt mal ein. Jetzt aber. Aha, den haben wir. Wow. Aber gar nicht so schwer, ne? Wir gingen eigentlich noch, muss man sagen. Und den Knopf haben wir auch. Perfekt. Ja. Hier hoch. Jetzt haben wir noch eine kleine Abkürzung gefunden. Sauber. Oh. Ah. Tauchen die auch mal so andere Geister auf, ne? Zwischendurch. So. Setzen den letzten Knopf ein. Setzen wir den 14 ein. Zweitletzten Knopf. Oh nein, die Katze schon wieder. Ärgerlich. Nice kitty.
will die Katze von uns? Will die schon wieder den Stock, den Knopf verstecken? Gut, müssen wir den finden. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.